Servus Leute, zurück zu Heroes 6. Beim letzten Mal hatte ich ja komische Probleme, da die Animation dann aufgehört hat und dadurch das ganze Spiel stehen geblieben ist, obwohl kein, also es war kein Standbild, aber naja. Solche Probleme. Egal, ich habe jetzt doch mit ihm die bekämpft. Ich habe sie jetzt verfolgt. Sie haben schnell dieses Gebiet eingenommen und dann habe ich sie konfrontiert. Ich habe es auch schon übernommen, dass ich sie besiegt habe. Und jetzt, endlich, komme ich zu meiner Erkundungsfahrt. Wir müssen immer noch herausfinden, hier muss doch irgendwo noch ein rotes Territorium sein. Nämlich das der Schamanen. Hier, wie es scheint, nicht. Den Spitzenstein komme ich auch nicht wirklich vorbei. Hier auch nicht. Ach, es ist lästig. Wobei, vielleicht kann ich ihn abfangen. Tatsächlich, nehmen wir mal eine Seeschlacht. Geil. Den kann ich abfangen. Und wir kämpfen auf dem Schiff. Warte, ich tausche mal euch beide aus. Weil ich habe die Vermutung, dass du dann dort oben doch was machen kannst. Boah, es ist hell. Komische Farbkombination. Ein Kettenblitz. Hier drauf. So, du hast eine neue besondere Fähigkeit. Die habe ich nämlich abgegradet. Du greifst jetzt alle in der Umgebung an. Oh ja, wir sind jetzt ziemlich aggressiv. Weil jetzt können wir es uns leisten. Und wir sind doch ziemlich stark. Komischerweise. Aber naja. Auch der hat durch sein Upgrade jetzt die Fähigkeit, benachbarte Einheiten auch zu treffen. Wir räumen richtig auf. So, du auf die Wasserhexe. Viel Schaden macht sie aber nicht. Sie hält bloß viel aus. Wenn ich mit einer Fähigkeit sie angreife, gibt es dann... Dann gibt es keinen Schaden durch ihre Fähigkeit. Gut. Auf dem Schiff direkt abgefangen. Können wir gleich hier weiter suchen. Was ist das? Nächste Schlacht, irgendwas. Okay, hier bin ich am Ende der Karte. Verflucht! Ach, kommt schon! Nervt mich nicht. Ich muss doch die Schamanen finden. Wo sind denn die Schamanen? Habe ich die vielleicht bloß irgendwo übersehen? Halt! Ein Ort habe ich unten noch nicht... Den habe ich noch nicht erforscht. Den habe ich noch nicht unten erforscht. Das ist von wo aus runter? Hier aus. Der kommt direkt zu mir und will mich battlen?
Cool. Na, das nehme ich doch gerne an. Die Duellanfrage. Kettenblitz. Mal wieder so ein Sturmangriff. Warum? Weil wir es können. Und jetzt verteidigen. Gut, die sind tot. Wen kannst du denn jetzt noch angreifen? Ja, da kannst du viel Schaden verursachen. So, du klopfst wieder da mitten rein. Dann kannst du sogar noch schießen. Wie nice ist das denn? Kleine lästige Hexe da unten. Du wirst auch bald dran glauben müssen. Aber erst die da. Jetzt ist vorbei. Du bist gefährlicher gerade. Blitzstrahl. Und so. Gebratener Frosch gab's. Durch den Zyklopenstrahl. So, kann ich mich? Yes. Dann werde ich direkt hier runter gehen. Vermutlich ist er nämlich dort unten. Das ist eine Vermutung von mir. Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Goldrausch. Was auch immer das bedeutet. Die Gezeitenherrschaft macht mir echt eine schwere Zeit. Wahrscheinlich werden wir in der vierten Mission dann... Nein, das ist das Falsche. Wo ist dann der Eingang? Da ist der Eingang. Mittlerweile kann auch meine Assistentin gut die Basis beschützen. Da sollte keiner mehr durchkommen. So, hier unten ist. Da haben wir ihn. Natu ist alt. Natu schwächer. Aber Natu vergisst nicht. Mit Kunyak gekämpft. Mit Kunyak gewandert. Mit Kunyak gelacht. Natu lieber zur Mutter Erde als Feind in Kunyaks Stadt sehen. Das ist sehr weise, Natu. Das Dorf ist aktiv, da Orks auf ihre übliche zupackende Art die Grundlagen der Kriegführung und Verteidigung lernen. Die 7 Veteranen legen eine Pause ein und begeben sich zum neu errichteten Wall, um das feindliche Lager der Naga zu bewundern, das sich unweit der Bucht unter ihnen rasch versammelt. Wir lernen doch langsamer, als sie sich sammeln. Ah, seht sie an. Viele, viele haben Messer bereit. Nur ruhig, Zed. Goink beschützt dich. Macht Zyklop glücklich. Vater Himmel Zyklop gemacht. Zu schützen, Orks und Goblins. Naga sind viele. Alter Dash kennt noch Wahnsinn von jungem Dash. Ruft Wahnsinn heute zurück. Ich war Spähn. Sind zahlreich wie Blätter auf Bäumen. Und Halme von Gras. Vater Himmel gibt uns Kraft von Wind. Naga zu besiegen und zu vertreiben. Wird schöner Anblick. Eine große Schlacht. Letztes Mal. Gut. Viele Feinde. Guter Tag für neue Ehre. Gedenken an früher. Gut. Wir sind so bereit wie möglich. Die Naga kommen als Eroberer, um zu rauben.
Wir wenige kämpfen für die Ehre der Orks. Das Andenken Konjaks. Für den Stamm, für das Blut. Voll die komischen Kapuzenhainis sind die Orks. Erfahrung, wunderbar. Oh, Panzerhandschuhe des Khans. Kann ich mir auch mal wenigstens anziehen. Das ist schön, ja, das Angriff mal. Plus 1 Schaden für verbündete Kreaturen. Oh, das ist nicht schlecht. Und jetzt? Verteidigen. Ja, und wie? Was soll ich jetzt warten? Hat sich jetzt wahrscheinlich eine Armee von denen aufgemacht? Das ist jetzt reine Vermutung, aber ja, so ist es. Du kennst ihn. Interessant. Wie sagt dir das? Du kennst ihn. Bava. Mehr nicht? Wie sagt ihr denn, ich kenne dich? Bava. Ja, schön. Was ist mit, wir kennen sie? Sie kennt uns. Sie kennen ihn. Bava. Orks nicht mögen Pronomen. Das war ein random Spaß, glaube ich. Ist das die finale Schlacht? Kommt da die finale Truppe auf uns zu? Niedrig. June. Könnte sein. Niedrig ist zumindest was anderes. Als was sonst im Ankam. Aber ich habe mir hier schnell mal ein Eisschild gegönnt für die nächste Schlacht. Na, ich hoffe mal, das ist der letzte. So. Da rein. 9500 pro Tag. Oh, es ist lecker. Oh, ich kann ja noch verbessern. So, ich brauche dringend. Wöchentliches Angebot? Ah, nee, das wollen wir nicht. Ja, das reicht schon. Gleich mal die noch upgraden. Was können denn die jetzt? Da sehe ich's. Sind wahrscheinlich stärker als davor. Baba. Der soll mal herkommen mit seinen kleinen Truppen. Hat keine Schnitte gegen mich. Oh, hol dir noch ein bisschen Moral für die Schlacht. Genau. Die hast du nämlich dringend nötig. Was? Holz fehlt. Holz! Na, wenn es sonst nichts ist. Holz können wir besorgen. Auch ihr seid jetzt. Na? Oh, ich habe nicht das nötige Gold, wie es scheint. Schade. Ob ich noch eine Runde Zeit habe? Ja. Kann ich es jetzt? Kreaturen aufwerten? Nein, es geht nicht. Ich merke gerade, ich habe hier gar keine Ressourcengebäude. Theoretisch bin ich hier voll pleite. Das wird wahrscheinlich auch nicht ausreichen. Das wäre es jetzt gewesen. Okay. Die finale Schlacht. Komm her. Zeig mir, was du drauf hast. Das ist die finale Schlacht. Okay, ich habe ja... Ich würde so gerne... Wobei, das wäre unrealistisch, wenn ich den dort oben reinstellen kann. So. Ich setze dich am besten hier vor. Du kannst hinten bleiben. Ja, und ihr ein bisschen weiter vorne.
Das ist also die finale Armee der Sanctuariums-Fraktion. Wie lange hält es? 3 Runden? Wie lange hält es? Das... ja... Kollektive Steinhaut. Wir bunkern uns sowas von ein. So, du. Angriff auf die dort unten. So, du. Angriff auf die da draußen. Es gibt keinen Vergeltungsschaden. Naja, es gibt nicht mehr Vergeltung. Du tötest die. Du verbrennst die dort unten zu ihrem Ende. So, was ist das? Himmel und Erde. Feindeinheiten 1000. Allen nicht fliegenden. Das ist geil. Ein Zauber, der auf alle geht. Ich könnte mit dem jetzt rausstürmen. Aber es bringt. Es macht ja nichts. Also. Es bringt nichts. Verteidigen. Du kannst wieder angreifen. Und zwar greifst du jetzt mal bitte die an und tötest sie. Da glänzen die Harpien richtig bei solchen Schlachten. Das ist deren richtige Spezialität. Ja, den Wolkenkirin. Oh, das war fast Maximum Schaden. Jetzt kann ich auch noch das machen. Ist das jetzt mächtig? Du greifst die an. Erledigt. War das jetzt schon die große angreifende Armee? Alle Zauber, die Elementare rufen 20% Kreaturen mehr herbei. Okay. 20% mehr Kreaturen bei Elementarbeschwörern. Tja, das war's jetzt aber nicht, oder? Was? Kommen da jetzt noch mehr? Das sind ja alles Einwegstrudel, also ich kann da nicht selbst durch. Sonst würde ich es ja gerne machen. Und es war auf jeden Fall schon eine stärkere Armee. Tja, okay, da kommt der nächste. Vermutlich muss ich jetzt jede Welle abwehren. Trivial, Level 18 aber. Ich glaube, der kam sonst auch nie an. Auch den werden wir bekämpfen. Wir werden diese Wellen an uns abprallen lassen. Jetzt allerdings nervig. Der will die angreifen. Na komm. Dann muss ich sie halt vielleicht doch opfern.
Hey, dein Ziel ist... bin ich? Du musst mich doch angreifen, hätte ich gedacht. Oder habe ich irgendwas übersehen? Vielleicht im Untergrund? Da war sonst nichts mehr. Hier war auch nichts mehr. Und oben auch nicht. Und meine einzige Quest ist es, die Stadt zu verteidigen. Oh, du sahst stark aus. Niedrig. Da kommt der Nächste. Das Schöne ist aber... solange die da kommen... wieso? Achso, jetzt kann ich sie aber upgraden, genau. Solange die versuchen, zu mir zu kommen, habe ich alle Zeit der Welt. Um mich weiter zu verstärken. Alle Zeit der Welt. Ach, da kommt er jetzt und nimmt meine andere Basis ein. Ach komm. Ist doch langweilig, was sie da treiben. Die sollen hier ihre Aufgabe erfüllen. Nicht so rumtun. Die sollen an meiner brechenden Armee verrecken. Warum merkt ihr euch nie, wo ihr positioniert wart? Echt, ey. Puppenspieler könnte ich spielen. Du, ach Mist, ich hab die zu an der falschen Position aufgestellt. Schade. Nächstes wird wer sterben? Ach, der Kenji. Tatsächlich. Allen Schaden zufügen. Gut. Schade, dass er jetzt noch den anderen Zauber kann. Wäre allerdings wahrscheinlich ein bisschen zu pro. Einen Kettenblitz. So, du machst nichts. Aber ihr könnt. Ihr könnt und werdet. Verbrenne den da. Du machst Erde den. Verteidigen. Töten. Töten. Das war die zweite Welle. Warum kriege ich da wirklich sehr gut? Und schöne Schätze. Aber wie viel von denen muss ich noch abwehren? Hm.
Der kann jetzt zwar überall rumstreifen mit seinen Truppen, aber da kommt schon der Nächste. Ich denke, aus jedem Strudel... Nee, du bist... Naja, du bist Level 20. Was ist bloß trivial? Warten wir es einfach ab. Kann ich neue Truppen anwerben? Ja, das kann ich. Ich brauche wieder ein bisschen Kristall. 3. Los. Naja, ich krieg bloß Gold. Ich produziere nichts anderes außer Gold. So, weiter geht's. Ihr dürft gerne mich besuchen kommen. Wenn meine Theorie richtig ist, dann muss ich bloß... Also dann muss ich 4-mal gewinnen. Oh, jetzt habe ich sie überhaupt nicht verteilt. Shit. Normalerweise ist sowas fatal. Hier macht es zum Glück nichts. Du darfst nochmal. Okay, gut. Du bist leider komplett falsch positioniert. Ah, da bringt es auch nichts. Hier, tötet die bitte. Keine Fernkämpfer hier erlaubt. Ich habe die einzigen Fernkämpfer. So, die sind jetzt wieder am Drücker. Die haben sich schön da aufgetan. Schön aufgestellt. Das nervt. Ich bin dran. Extra Damage für alle. Kettenblitz. Deine Dienste werden nicht benötigt. Deine hingegen sind gerne gesehen. Stimmt, ihr habt ja alle ein Eisschild. Habt ihr euch ein Eisschild vorgegönnt? Bringt aber auch nicht sehr viel. Vielleicht... Schade. Bumm. Der noch der schnellste von uns ist. Wen hat er gerade versteinert? Das sieht ja geil aus. Nein. Das ist ein Erdelementar, was er da beschworen hat. Der hat keinen versteinert. Mist, die kommen nicht hin. Ihr könnt das aber machen. Ha, beschworene Kreaturen zählen nicht als Kreaturen. Sehr geil. Schöne Artefakte, was sie da haben. So, ich gehe davon aus, dass ich nur noch einmal... Ich weiß nicht, ob der noch zählt. Weil der hat eine falsche KI gehabt. Der ist nicht direkt auf meine Basis zugerannt, sondern der ist... Er ist noch rumgestreift. So, alles schön positionieren. Deine Armee ist genauso sinnlos, einfach, schwach, wie sie bisher auch immer waren. So, verteidigst du, schießt die bitte ab. Bisschen Moral wäre schon nicht schlecht gewesen, ne?
Das ist wunderbar. Das hast du gut gemacht, Harpier. Jetzt beende deine Arbeit. Dann kannst du sie töten. Als Rache, dass sie sich gegen uns wieder gewendet hat. Das wird zu einfach. Schade. Nur noch die Großen sind da. Nur noch die großen Viecher. Du zum Beispiel. Halt. Kettenblitz. Ach, da unten ist ja auch noch so ein Viech. Die Frösche habe ich gar nicht mehr gesehen, ganz ehrlich. Die habe ich komplett übersehen. Die gibt es aber ja auch noch. Vielleicht nicht mehr lang. Ja, das hätte ich eher machen sollen. Boah, die kriegt so viel Schaden, wenn sie irgendwas macht. Jetzt die Harpien. Ihr macht überall schön Schaden. Die Frage ist nur, wo ist der Schaden am nützlichsten? Und auch der Drache ist tot. Ich glaube, ich habe Maximum Level erreicht. Oh. Mukau, der Anführer der Naga, hebt die Arme zum Zeichen der Herausforderung. Stolz und zuversichtlich wird er größer, als er sich auf seinen Schwanz aufbäumt. In seinem äußerst beeindruckenden Trotzritual wirkt er wie eine Felszinne, welche die Autorität der Sonne anficht. Ho, Greifenspross, Führer der Orks! Ich, Mukau von Hashima, fordere euch zum Kampf. Der Sieger möge bleiben, der Verlierer soll gehen. Komm her. Der letzte Angriff. Besiegt Mukau. Crackers Helm kriegt man dann? Cool. Hol ich mir mal schnell noch ein paar Steinchen. Wenn ich schon herausgefordert werde, kommt er her oder soll ich zu ihm? Er kommt her. Der schlängelt sich hierhin. Vermutlich zumindest. Der ist nämlich gerade nach oben abgedüst. Was war das jetzt? Sieht witzig aus, wie der sich bewegt. Der soll sich nur Zeit lassen. Genau. So kann ich wieder vollkommen. Truppen. Oh, ich habe gar nicht gesehen, wie viele Truppen er hat. Das ist der letzte Angriff. Den müssen wir noch überstehen. Dann haben wir es geschafft. Diesmal keine Fehler machen. Gut. So, das ist es? Das ist seine Armee? Okay, 755 davon. 819. 700 davon. Ja, er hat viele Kleinviehviecher. So, die kommen. Dann kommt die. Mache ich die Kontrolle über die.
So, du greifst. Nein, du tötest die. Einer weniger, der bei denen drankommt und das Unausweichliche verhindert. Noch einer weniger? Da mache ich doch lieber die. Alle Gegner, bitte. Jetzt kommt der schon dran. Wow! Was für ein Move! Alles easy. Nicht mal Drachen dabei. Oder Wolkenkirin oder wie die sich nennen. Also was will er schon? Das soll sich nicht so aufspielen. Bloß weil er ein paar tausend Einheiten hat. Das ist gar nichts. Wenn die keine Vergeltung geben können, können die gar nichts in der Verteidigung. Im Angriff. Eigentlich sind die ja im Angriff. Da schmelzen die ganzen Hai-Soldaten. Ach, wenn es der letzte Angriff ist, dann kann ich auch rausgehen. Die Stampfer. Die ganzen Elite-Kreaturen. Halt, habe ich da gesehen, dass du Moral hast? Dann kannst du den sogar angreifen. Du hast auch Moral. Sehr nice. Blitzstrahl. Erst bewegen, dann angreifen, dann nochmal bewegen. Nichts tun. Angreifen. Burn. Also, Nagermann. Die prophezeite Finsternis des Blutmondes rötet den Himmel über dem mit Leichen übersäten Schlachtfeld. Das Omen würde als Zeichen von Vater Himmel gewertet, der den Orks zu ihrem Sieg gratuliert. Hätten die blinden Brüder nicht schon vor Jahrzehnten eine unmittelbar bevorstehende Invasion der Dämonen geweissagt, wären Soldaten und Krieger noch ehrfürchtig und staunend glotzend. Hält Sandor den Moment für gekommen, eine Unterhaltung mit seinem entwaffneten Gegner zu führen. Sandor nähert sich dem besiegten Anführer der Naga. Ihr findet meinen Vorschlag wohl interessanter mit meiner Waffe an der Kehle. Bereiten wir uns gemeinsam auf die Dämonen vor oder wollt ihr lieber ehrlos sterben? Meine Kaiserin verachtet Abtrünnige und ich verspüre wenig Lust, mich Drohungen zu beugen. Wenn ihr mich tötet, gehe ich ins Wasser ein. Warum soll ich das fürchten? Ihr seid so stur wie die Orks. Danke. Saar! Vielleicht sollten wir unter diesen Umständen vereint kämpfen. Ja, vielleicht. Krakex Helm. Wow, yeah. Angriff machen. Initiative für verbündete Kreaturen. Geil. Oh, ja, die Mission wurde geschafft. Aber die Finsternis erhebt sich. Wir werden beim nächsten Mal erleben, worum es sich dabei handelt. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur letzten Mission von der Bastionskampagne. Ciao.